Schichtwechsel auf der Wache Köln-Mülheim. Bevor Fabian Schulz seinen Schreibtisch erreicht, hat eine junge Frau ein dringendes Anliegen an den Polizeikommissar. Ja, hallo. Schulz, hallo. Vera Flüger, ich vermisse meinen Hund, das ist wirklich wichtig für mich. Also okay. Ich wollte das auch jetzt unbedingt, ich muss es Ihnen auf jeden Fall erzählen. Was... Ja, natürlich, dann kommen Sie doch gerade ins Büro. Super. Rechte Hand, einfach mal Platz nehmen hier vorne. Mal vorab, haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Ist Ihr Hund, ja? Ja, das ist mein Hund. Also okay. Ich vermisse den jetzt schon seit 2 Tagen und der taucht einfach nicht auf. Ich habe schon alles durchgesucht. Ich habe Tierheime angerufen. Ich habe die Tierrettung angerufen. Und es ist einfach nirgendwo aufzufinden. Und deswegen, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Deswegen bin ich jetzt hier hingekommen. Vielleicht können Sie mir helfen. Seit 2 Tagen ist er weg? Ja, genau. Okay. Also, was ist es denn erstmal für ein Hund? Das ist ein brauner Labrador. Ich kann Ihnen den gerne auch mal auf meinem Handy zeigen. Also das ist... Mhm. Das ist im Grunde mein Ein und Alles, weil ja, mein Mann ist verstorben seit 2 Monaten und das ist halt alles, was mir noch geblieben ist. Und tut mir sehr leid. Ich bin wirklich auf diesen Hund angewiesen, weil was anderes habe ich einfach nicht mehr, was mich auffängt. Okay, auf welchen Namen hört er denn? Forrest. Forrest? Ja. Die junge Frau ist extrem besorgt, dass ihr Hund möglicherweise Tierfängern ins Netz gegangen ist und im schlimmsten Fall an ein Labor verkauft wurde. Gut, Frau Pflüger, dann kümmere ich mich erstmal darum, dass Ihr Hund da jetzt erstmal gesucht wird, ja? Das war super. Bleiben Sie ruhig sitzen, ich erkläre Ihnen gleich, wie es weitergeht. Ja. Geht das? Hallo? Ja. Kommen Sie rein, nehmen Sie kurz Platz. Hallo. Ich muss nämlich gerade. Ja, ich muss mir sofort hier Anzeige erstatten. Okay. Ja, also das. Wieso? Was ist passiert? Sie sehen noch ein bisschen verletzt aus da. Ja, natürlich. Schauen Sie mich mal an. Stellen Sie mal vor, was passiert. Ich war hier mit meinem Wocheneinkauf unterwegs. Versuchen Sie sich ein bisschen zu beruhigen. Ist alles gut? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich bin sowas von. Ja, was ist denn? Fertig. Erzählen Sie nur kurz, was passiert ist. Ja, also ich war bei meinem Wocheneinkauf. Ja, gehe die Straße entlang. Auf einmal kommt eine Bestie auf mich zugelaufen. Ein Riesenhund. Okay. Springt mich an. Ja. Hier hoch, ja, ich wehre mich, ich fuchtel, okay, ich kämpfe okay. mit Ganz dem. Ganz kurz, nur aus gegebenem Anlass, was war das denn für ein Hund? Oh, der war ein riesengroßer Hund, Riesenmaul, Farbe. Braun, weißbraun, Labrador vielleicht, so okay. Irgend sowas in der Richtung. Also, okay. Katastrophe. Ich sehe auch, Ihre Brille ist auch... Die Brille ist kaputt, ich muss einer bezahlen, deswegen will okay. ich unbedingt Anzeige erstatten. Dann, das machen wir natürlich, ja. Auf dann jeden Fall. Bitte ich Sie nur kurz, nehmen Sie kurz Platz, ja? Ja, ja. Ich muss mich nur kurz um andere Dinge kümmern und dann komme ich auf Sie zu. Ja. Um Gottes Willen, nein. Also, das ist, ja. Dafür sind wir ja da. Fürchterlich. Bisschen Geduld, okay? Geht gleich weiter. Natürlich wäre das reiner Zufall, dass der Hund, der den Herrn Bauer da angefallen hat, dass das der Hund der Frau Pflüger ist. Allerdings halte ich es für schon wahrscheinlich, dass er es ist. Denn es wäre unwahrscheinlich, dass 2 Hunde gleichzeitig entlaufen sind. Und wenn der Herr Bauer da angefallen worden wäre, wäre in der Regel ein Herrchen dabei gewesen. Und das war nicht der Fall. Deswegen ist schon davon auszugehen, dass es der Hund der Frau Pflüger sein kann. Gut, Herr Bauer, dann erzählen Sie doch am besten gerade mal, was denn genau passiert ist. Ja, also ich bin von meinem Wocheneinkauf zurückgekommen, 2 riesengroße Tüten. Auf einmal kommt ein riesen Teil auf mich zugerannt. Ja, ich dachte, dass das wäre ein Wolf, so hungrig war der gewesen. War aber ein Hund, ja, irgendwie so braun, riesen Maul, springt aber mich an. Das kann nicht mein Hund gewesen sein. Also mein keine Ahnung. So weit sind wir noch nicht. Die kenne ich auch gar nicht, aber... der springt mich an, reißt mich zu Boden, greift nach meiner Fleischwurst in meiner Tüte, ja, hat die im Maul, ja, dann stehe ich auf, dann reißt er mich fast nochmal um, ich schreie vor Schmerzen, habe eine Schürfwunde an der Hand, Kratzer im Gesicht, ja, weiß gar nicht, wie es mir geschehen ist und durch mein Aufschreien kann ich den förmlich in die Flucht treiben, Gott sei Dank, also so eine Bestie, ich habe so einen Hund noch nie erlebt, also, dass einer so einen Hund hat. Ganz kurz, wo ist das Ganze denn passiert? Ja, also ich war beim Einkaufsmarkt gewesen, das war in der Lessingstraße und war dann gerade auf dem Weg nach Hause. Aber das ist ja bei Ihnen in der Nähe, richtig? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich meine... Der Zufall will's und das ist Ihr Hund, aber wissen wir ja nicht. Können Sie vielleicht eben mal ein Bild von Ihrem Hund zeigen? Ja, natürlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mein Hund war. Ja, genau das ist diese Bestie. Der hat mich angefallen. Ah, jetzt, okay. Also der kam, Sie haben so einen Hund, wie kann das sein? Auf Nachfrage gibt der Mann zu, dass seine Wunden auch vom Sturz herrühren. Als Tobias Hübner und Paul Richter in Lindenthal nach dem vermissten Hund Ausschau halten, treffen die Beamten zunächst auf einen erbitterten Streit unter Nachbarn. Hallo! Hallo! Schaufel! Jetzt war die Schaufel fallen.
Schauen Sie mal da, was legen Sie mal bitte die Schaufel weg. Hallo, lass mal die Schaufel fallen. Mann. Ja. Legen Sie mal die Schaufel los. Die Schaufel fallen lassen. Ja, das ist nett, danke schön. Alles gut. So, was ist denn los? Die Polizei. Der Herr Heinrich, das ist mein Nachbar hier und der macht da irgendwas im Garten und ich frag einfach nach und dann kommt er mit der Schaufel. Jetzt mal ganz ruhig, junge Frau. Ganz ruhig. Okay. Ich buddel ein bisschen. Ich darf das in meinem Garten. Sie buddeln sonst nie, Herr Heinrich. Niemals habe ich Sie da buddeln sehen. Ich buddeln, wann ich will. Okay. Natürlich können Sie also, das. Also, darf ich mal kurz fragen, Sie sind Nachbarn und wohnen im selben Haus? Leider, ja. Okay, dann ist ja die eine Sache. Und der junge Mann buddelt jetzt bei sich im Garten oder bei Ihnen im gemeinsamen Garten mit der Schaufel. Genau, und das ist so in dem Garten, dass ich alles in diesem Garten mache. Ja? Der Heinrich hat sich noch nie um diesen Garten gekümmert. Ist auch alles okay. Ist ja auch mein Garten, kann ich machen, was ich möchte. Selbstverständlich, Herr Heinrich. Nur wenn ich Ihre Hilfe brauche, sind Sie nicht da. Ich kann helfen, wem ich möchte, oder auch nicht. Jetzt wollte ich gerade runtergehen und wollte mal fragen, ob ich dem Herrn Heinrich vielleicht helfen kann. Ich hätte mich ja gefreut, wenn wir zusammen buddeln. Möchte ich aber nicht. Da fällt er sofort aus der Haut und bedroht mich mit dieser Schaufel da. Nein, was heißt denn bedrohen? Bedrohen ist eine Schaufel. Ja, gut, aber mit der Schaufel können Sie einen verletzen, ne? Ja, so Spatel ins Gesicht. Nicht meine Absicht habe ich auch nicht vor. Nein, das sah ein bisschen komisch aus. Wieso, was heißt denn bedroht? Ich habe einfach ganz freundlich den Herrn Heinrich angesprochen und habe meine Hilfe angeboten und da ist er direkt auf die Palme gegangen. Auf die Palme gegangen. Auf die Palme, genau. Ja. Und der Heinrich buddelt freiwillig in seinem Garten. In seinem Garten, in seinem Anzug. Ja, ich glaube, die Kleidungswahl ist, glaube ich, meine Sache. Dann ist Ihre Sache so ungewöhnlich. Jetzt sind auch die Beamten misstrauisch und wollen einen Blick auf die Gärtnerarbeiten des Mannes werfen. Dieser versucht allerdings massiv, die Kontrolle des Blumenkastens zu verhindern. Was für Blümchen wären das denn? Ich darf hier rumgehen und gucken, was der Kollege macht, oder? Nee, ja, doch. Doch, Sie können mir gerne zugucken, ich habe doch kein Problem. Aber buddeln brauche ich da nicht. Nee, doch. Was ist das denn? Ich habe es gerade gesagt, Sie sollen ein Stück Abstand halten, das kriegen wir hin, oder? Ist ja nicht so schlimm. Okay, Herr Richter. Haben Sie eine Wurst verbuddelt? Bitte? Eine Wurst. Was, eine Wurst? Ja. Stücke von der Wurst. Ja, so kleine Stückchen. Aber das ist doch irgendwas drin. Manchmal ist hier eine Katze und... Was ist das? Ja, eine Wurst mit... Mit? Ein bisschen Leckerli drin. Ja, jetzt mal genauer. Ja. Was für ein Leckerli wird das denn? Ist das irgendein Gift? Nein, Na jetzt. Nur ist eh zu spät. Vielleicht so ein bisschen. Was ist lustig ist das nicht. Ja, was ist denn das da drin? Ich finde, ich habe... Hören Sie mal. Ich bin eigentlich ein... Ich höre die ganze Zeit. Ich warte auf Sie. Ich bin eigentlich ein Tierfreund und letzte Zeit habe ich hier so einen Töle gesehen. So ein Viech auf zwei Beinen, das sabbert und manche nennen es Hund. Und Ich mag eigentlich keine Hunde. Hab auch... Es kann eigentlich nur von der Frau Schmidt sein. Haben Sie einen Hund? Wir haben gar keinen Hund. Sie dürfen im Haus keine Hunde gehalten werden. Okay, davon ab, Sie können doch nicht einfach Giftköder auslegen. Wie viele sind da noch drin? Zwei habe ich. Darf ich nicht in meinem Haus? Frage, wie viele Giftköder sind da noch drin? Gibt es hier Kinderhaus? Wohnen hier noch Kinder im Haus? Ja, klar, mein Sohn wohnt hier. Wie viele? Ich will nicht raten. Sie Schelm, hören Sie mir mal zu. Wenn Sie hier Gift auslegen und das nicht deklarieren, wie das ein ordentlicher Tierfänger bzw. ein Veterinär machen würde, und ich höre gerade auf der anderen Seite, dass hier im Hause Kinder sind. Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Kinder buddeln hier aus Spaß in diesen Blumenkübeln rum und finden dieses Zeug. Die und wie Kinder, Aufsicht darf ich ausreden oder ja, klar. Kriegen wir nicht hin? Und buddeln da rum, ja, Aufsicht, Sie wissen, wie Kinder sind. Ich weiß nicht, wie Sie als Kind waren, meine Mutter war nicht die ganze Zeit hinter mir, da war ich zu schnell. Ordnung und muss sein. So ist es richtig. Und wenn diese Kinder sich diese Giftköder dann versehentlich in den Mund stecken, ohne dass mal einer gerade hinguckt, dann haben wir hier ein ernstes Problem. Also sie, die Giftköder müssen, wenn sie sowas auslegen, auf ihrem privaten Grund, müssen sie ein Schild aufstellen, dass hier Gift ausgelegt wurde. Okay, ja, das wusste ich jetzt nicht. Auf der Wache beteuert die Hundebesitzerin immer noch, dass ihr Hund bisher nie auffällig geworden ist. Fabian Schulz belehrt die beiden Parteien über das weitere Vorgehen. Wie gesagt, die Haftpflichtversicherung wird da greifen. Ja, das ist dann halt jetzt Ihre Sache. Das müssen Sie beide untereinander klären. Sie können sich gerne Ihre Personalien gegenseitig austauschen. Ja, das wäre das, was Sie... Auch wenn es jetzt vielleicht nicht der Hund ist, ja, dann hat es jetzt quasi... Sie machen es so, Sie tauschen direkt die Adressen aus. In der Annahme, dass es der Hund ist und verständigen sie dann so, wenn es doch nicht der Hund war, dass es halt dann doch nicht ihre Versicherung greift. Fall, ich schreibe mir oder die oder auf. Ich habe ja ihre Adressen und wenn es dann sich herausstellt, dass es der Hund war, dann würden wir das quasi von Amts wegen ihnen dann gegenseitig mitteilen. Unbedingt. Wie möchtest du das machen? Ja, ich lasse mir das sofort, genau. Sie geben mir mal Ihre Daten, aber der Hund, der muss gefangen werden. Vielleicht reißt er noch Kinder, ich weiß nicht, was der vorhat. Die Kollegen, also,
Okay, um das jetzt ein bisschen zu beschleunigen, würde ich jetzt dem Kollegen das gerade noch mit über Funk rausgeben. Mhm. Momentan wäre es das von unserer Seite, ja? Sie müssen halt noch, wie gesagt, Ihre Personal austauschen. Ja. Und alles Weitere kümmern wir uns darum. Die Hundebesitzerin hofft inständig, dass ihr Vierbeiner bald aufgefunden wird. Zur gleichen Zeit nimmt der Einsatz mit den versteckten Giftködern eine überraschende Wendung. So, und hier soll ein Hund rumlaufen, sagten sie. Ja, der lief hier immer rum im Garten. Im geschlossenen Bereich. Guten Tag. Ich komm von oben. Wo kommst du denn her? Was ist denn? Bleib hier. Wo willst du hin? Finn, was ist los? Bleib hier. Komm mal her. Wir müssen mal was besprechen. Bleib ruhig hier. Alles gut. Keine Panik. Komm ruhig mal mit rein. Was ist denn? Na? Okay? Frag mal, ob der manchmal buddelt. Ich will mal als erstes wissen. Der Neunjährige hat offenbar ebenfalls ein Geheimnis, das die Beamten nun allerdings lüften wollen. Was verbirgt sich in der Tüte, die der Schüler zu verstecken versucht? Gucken wir mal, was da drin ist. Viel Aufwand. Hundefutter. Ach, Hundefutter, Frau Schmidt. Haben Sie doch einen Hund? Wieso hast du denn Hundefutter dabei? Ach, wusste ich's doch. Ja, was Sie so alles wissen. Ja. Schade, dass Sie nicht wussten, dass Sie kein Gift auflegen dürfen. Ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, jetzt weiß ich es ja. Jetzt wissen Sie es ja, ist zu spät. Bitte zeig mir mal. Nein. Noch mehr drin. Mein lieber Schatz, bitte. Nein. Schatz, komm, gib her. Gib her. Ja, gib mal her. Gucken wir mal, was da noch drin ist. Wofür brauchst du das alles? Oh, Hundespielzeug. Hm, erkenne ich. Hundespielzeug? Finn, was ist denn los? Obwohl der kleine Junge extrem verzweifelt ist, zeigt er dem Beamten schließlich sein gut gehütetes Geheimnis. Und das befindet sich eingeschlossen im Gartenhaus. Woher hast du denn den Hund? Sitz, Mäuschen. Bei den Nachbarn, bei der Frau, da wo der Mann gestorben ist, gefunden. Und ich habe den mit meinem Brot gefüttert. Und dann ist der mir auf einmal hinterhergerannt. Ah, bei der Frau Pflüger hast du den aus dem Garten? Der ist dir hinterhergerannt. Den Hund suchen wir schon mit mehreren Einsatzmitteln. Er hat vorher irgendwie eine Person geschädigt, so wie wir das mitbekommen haben über Funk. Und dann ist ja der Frau Pflüger wohl ausgebüxt. Beziehungsweise sie konnte ihn nicht mehr auffinden. Und das erklärt natürlich jetzt ein bisschen, warum wir den auch auf der Straße oder nirgendwo anders im Nahbereich irgendwie erblicken konnten. Ja, was machen wir denn jetzt? Hunde klauen darfst du nicht, ne? Ist ja nicht dein Hund. Ich kann gerade die Hand quetsche. Claudia, ich klau dir. Pflüger kann ja mal direkt hierher kommen, ne? Ja, macht am meisten Sinn, ne? Du darfst den Hund ja nicht. Komm her, Mäuschen, komm her. Die Nachricht, dass der Hund wieder aufgefunden wurde, erreicht Fabian Schulz auf der Wache. Der Polizeikommissar informiert umgehend die besorgte Besitzerin. Hallo, ja? Pflüger, hallo, Frau Pflüger? Ja? Ja, ist Schulz von der Polizei, hallo. Ich rufe an wegen Ihrem Hund. Der wurde aufgefunden, glücklicherweise. Das glaube ich Ihnen, Der Nachbar muss sich aufgrund der Giftköder möglicherweise wegen versuchter Tierquälerei verantworten. Jetzt ist allerdings erst einmal eine Entschuldigung fällig. Okay, Frau Pflüger. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich kann mich nur entschuldigen. Und du entschuldigst dich bitte auch, Finn. Ja? Entschuldigung. Du hast den Hund da. Ja, der Finn, der liebt Hunde und der hätte so gern einen. Ja. Aber wir können keinen haben, weil mein Mann hat eine Hunde an. Ja, hör mal. Ich verstehe ja, dass du den total süß findest, aber das darfst du nicht machen. Das bedeutet mir ganz, ganz viel, weißt du? Ja. Deswegen, aber ansonsten kannst du gerne zu mir kommen und mit Forrest zusammen spazieren gehen, wenn du das möchtest. Ja? Das klingt doch gut. Oder? Ja. Ja? Ja, das ist doch schön. Und darfst du den ab und zu abholen und darfst mit dem ein bisschen spazieren gehen, kannst ihn auch füttern oder ein bisschen so das Leckerli geben, ja? Sie haben alles auf der Wache klären können, was zu klären war. Ja, haben wir gemacht. Haben wir hinter uns. Genau. Nach dieser Aktion haben sich die Nachbarn versöhnt. Eine Anzeige wegen versuchter Tierquälerei wurde nicht geschrieben.